Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. So, wir haben uns im letzten Part einen neuen Zauber geholt, den wir uns schon längst hätten holen sollen. Vor allem, weil das so einfach zu bekommen ist. Und wir haben hier, also wir sind hier einfach weitergegangen dann, einen Mariner erledigt. Und hier streift die ganze Zeit immer ein Ritter herum. Mit einer coolen Rüstung, aber der ist richtig stark. Und mit Ritter haben wir ja schon so unsere Erfahrungen gemacht und als Magier sind wir jetzt nicht sonderlich der Tank. Deswegen erstmal hierher. Oh, und ich habe es auch. Ich habe das schon so lange gespielt jetzt. Ich habe schon so viele Stunden da drin und habe jetzt erst gecheckt oder erfahren, was es eigentlich mit diesen Bildern auf sich hat. Man muss nämlich diesen Ort suchen, der auf dem Bild abgebildet ist. Also diese Position, wo das Bild gemalt wurde. Und dort findet man halt dann irgendwelche Gegenstände. Wobei ich nicht weiß, ob ich sowas nicht eh schon gefunden habe dann oft. Einfach zufällig. Ah, okay, er nimmt schon Damage, aber er hat halt mein Schild auch immer. Und er hat einen ganz fiesen Elektroangriff. Ja, und so macht das natürlich kaum Sinn. Oh, das lag's auch noch, super. Toll! Das ist, man hat halt kaum Zeit, den überhaupt einmal zu treffen. Das macht gar keinen Schaden bei ihm. Und der hat scheinbar ganz schön Giftresistenz. Gibt's ja nicht. Ernsthaft? Ha, jetzt ist er vergiftet. Und halt scheinbar ordentlich Magieresistenz, wäre auch so. Ist ein guter Schild für Leute, die gegen Magier kämpfen. Mal schauen, ob wir sowas reißen können. Ja, doch. Ha! Wusste doch, dass du nochmal zuschlagst. Ah, oh, shit. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Funktioniert. Oh oh. Ja, das ist besonders fies von ihm. Ah ja, von dem gibt es ja noch was. Da gibt es auch was zu holen, genau. Ein Gebetsbuch, was uns Incantations freischaltet. Die werden wir aber Selen wahrscheinlich nicht abgeben. Denke ich mal. Ich glaube nicht, dass die Incantations leert. Puh, schwierige Ritter, schwierige Ritter. Und bringt doch null Runen einfach. Also Runenfarmen bei dem bringt gar nichts. Was sich eher lohnen könnte, ist Rüstungen farmen, falls man eine vernünftige Rüstung braucht. Das hilft natürlich uns relativ wenig, weil wir eh schon am Gewichtslimit sind. Okay, genau, für Rhea Lucaria haben wir jetzt natürlich die Ausfahrt verpasst. Und hier kommen wir so auch nicht runter. Müssen wir wieder zurückgehen, aber wir können natürlich einen anderen Weg nehmen. Au! Überall Wölfe hier, ganz schön viele. Schon wieder Lags, Mann.
Da hinter dieser Erhöhung, den kleinen Hügel, da ist ein Runenbär. Einer der unnötigsten Gegner im ganzen Spiel. Vor allem, weil es auch, ich meine, davon gibt es glaube ich 15 oder so im ganzen Spiel und es hat keinen Sinn, auch nur einen einzigen davon zu killen. Das Einzige, was man sagen kann, es gibt einen, wo man halt auch, einer ist ein Boss, ein richtiger. Auf der Weeping Peninsula, das haben wir eben, diese Höhle haben wir noch ausgelassen. Und da kriegt man halt einen Talisman dann oder irgendwas. Ansonsten macht's null Sinn. Ja. Nächster. Und der rollt wieder runter. Giftiger Typ. Na, da hat er ganz schön viel Poise. Zwei solche Treffer und ist nicht umgeflogen. Ah, und hier haben wir auch endlich die Karte. Lyurnia Nord. Und da ist die Akademie. Da drinnen haben wir so einiges zu tun. Wie ein Stormvale Castle. So, hier gibt es glaube ich nicht allzu viel interessant. Also interessant ist gar nicht. Nicht wirklich was Nützliches. Außer dass hier auch ein Deathbird ist. Oder ein Death Reed Bird. Da gibt es zwei verschiedene scheinbar. Oh, da sind noch mehr von euch. Spuckt mir einfach an. Oh. Wow, 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 Bro. Na klar, den mit dem Schild anzugreifen bringt natürlich nicht viel. Ganz schön magieresistent. Nie den Schild senken, wenn du nicht bereit bist, ihn schnell genug zu heben. Golden Seed, jawohl. Nehmen mussten halt auch, ne? Sehr schön. So. Oh boy. Mr. Krabs. Ah ja, hier sind wir ja schon beim Eingang. Komm her. Ah, neuer Helm. Ich glaub's nicht. Er hat seinen eigenen einfach gekillt. Nope. Mach's richtig. Kämpf richtig.
Komm her. Daum. Gut, der hat kein Schild. Nee, nee. Das Zaubern überlässt du mir, ja? So, da hier oben ist jetzt besonders leibend. Das sind nämlich neue Gegner, oder? Na gut, neu. Diese Feuergegner, das sind für uns jetzt nicht ganz so neu. Die haben wir in Kaelid auch schon gesehen. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wir können hier einfach hinten rumschleichen. Und wir können sogar den noch überraschen. Ich schätze mal, wir sind zu schwer für den neuen Helm, oder? Yes. Ah, sehr schön, wir können das wirklich umgehen. Wir können wirklich einfach drum herum schleichen. Ah, da hinten hat es gemerkt. Holen wir sich erstmal die Sight of Grace. So, und dann stellen wir fest, hey, was ist das hier für ein Siegel? Und das Tor ist zu. Karte des Treffpunkts. Ihr habt eine einfache Karte gefunden. Toll. Oh no, die Akademie hat geschlossen. Tja, und der Treffpunkt ist irgendwo da hinten dann. Ja, das bringt nichts, Kumpel, das bringt nichts. Ich kann dann einfach ausweichen, weißt du? Überlass das Zaubern halt lieber den Zauberern. Jetzt in Bewegung setzen. Wow, über 1000 Runen. Wow. Alter, ich stehe vor dir und du schießt daneben. Nächsten Part und den Schlüssel holen. Kein Gegner hier. Ah ja, da gibt es auch eine Fingerleserin. Aber die sind, glaube ich, auch nur dazu da, einen den Weg ein bisschen zu zeigen. You, please, I can read them. Your fingers, please, your fingers. Jo, da hast. Bless you. All you need to is snatch it.
poor, poor fool. Okay, es gibt jetzt nicht so viel Sinn. Aber es ist sicher ein ganz Sinn dahinter. So wie bei allen Dingen in diesem Spiel. So, okay. Treffpunkt. Der ist hier. Hier sollte das sein. Ja, irgendwo kann man hier runterjumpen. Safe, aber das machen wir jetzt vielleicht besser nicht. Sonst müssen wir wieder unsere Runen holen und wir haben einige Runen. Brauchen wir nicht unbedingt riskieren. Abstand, weil da sind nämlich einige böse Blumen in der Gegend da hinten. Die haben ein bisschen andere Zauber als die, was wir bisher gesehen haben. Ja, da hatten wir Gesundheitstränke. Oh, 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 da hat uns einer entdeckt. Und dann passiert nämlich das hier. Er schießt uns nämlich so hinterher. Das sind die Homing, aber heute wohl nicht. Schwert ist manchmal ein bisschen kurz. Oho. Wow. Ich wusste doch, dass das irgendwie eine Falle sein muss hier. Ich hab das geblockt. Oh, da hinten ist eine große Pflanze. Hier nicht irgendwo Sight of Grace. Ah ja. Right on time, weil der Part ist auch zu Ende.
man sich im nächsten Part darum kümmern, den Schlüssel da hinten zu holen. Gut, Freunde, das war's aber wieder für diesen Part. Oh, no. Ha! Neue Flasche. So. Passt. Aber jetzt, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!